Am 9. Juni ist Europawahl. Und diese Wahl ist eine Richtungswahl. Rutscht Europa weiter nach rechts? Verbünden sich die Christdemokraten mit den Orbans und Melonis dieser Welt, die sagen, och, die Europäische Union sollte man am besten zurückfahren. Was soll das mit dem Friedensprojekt? Brauchen wir heute alles gar nicht mehr. Und mit Herrn Putin muss man verhandeln und Herr Trump ist eigentlich ein prima Kerl. Ist das eine gute Idee? Es gibt so einen schönen Spruch, es gibt in Europa kleine Länder und es gibt Länder, die nicht wissen, dass sie klein sind. Deutschland gehört zur zweiten Kategorie. Wenn sich Deutschland allein mit den großen Tech-Konzernen wie Amazon oder Alibaba anlegen wollte, da wären wir ganz schön gelackmeiert. Nein, wir müssen zusammenhalten. Europa muss zusammenhalten, wenn wir unsere Werte verteidigen wollen. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Und zwar auch bei den Zulieferern im globalen Süden. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere Ernährung nachhaltiger wird. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass Rechtsstaatlichkeit kein leeres Wort ist, dass Gewaltenteilung wichtig ist. Und deshalb ist es so wichtig, die proeuropäischen demokratischen Kräfte bei dieser Wahl zu stärken. Nicht alle, die das anschauen, werden grün wählen wollen. Fair point. Aber bitte informiert euch und wählt keine Demokratiefeinde. Vielen Dank.